Patrick Geirsson. Schneider ist heute Abend in Bestform. Mit einem tadellosen Hüftwurf. Tubic wurde beim Foul erwischt. Also das hätte so nicht sein müssen. Ganz klare Sache, es gibt zu Recht einen 7 Meter. Der lässt ja gar keinen mehr. Fried Geirsson. Starker Hüftwurf. Den sieht der Torwart echt extrem spät. Super gemacht. Ihr Torwart war heute richtig gut drauf. Also da kam nichts durch. Er war heute Abend der entscheidende Faktor. Schlimmes Foul durch. Völzke. Er hat ihn doch ganz klar vom Torwurf abgehalten. Lässt den Schiris keine Wahl. 7 Meter. Fertig aus. Fantastisch. Wie schon gesagt, heute Abend ist das Niveau extrem hoch. Kompromisslos verwandelt. Einer der Spieler geht aufs Spielfeld zurück. Was für eine Parade. Also das nenne ich mal Reaktionsvermögen. Tubic. Sehr gutes Umschaltspiel. Super. Ihr Torwart war heute richtig gut drauf. Also da kam nichts durch. Aber da haben wir entscheidende Fakten. Der ist im Netz. Das ist ein Hüftwurf. Da hat der Torwart eigentlich fast keine Chance. Einer der Spieler geht aufs Spielfeld zurück. Schneider, die 2 Minuten Zeitstrafe ist gerechtfertigt. Absolut. Ihr Torwart war heute richtig gut drauf. Also da kam nichts durch. Er war heute Abend der entscheidende Faktor. Fried Geirsson. Sieht ganz so aus, als wenn sich die Abwehr heute Abend einiges vorgenommen hat. Schneider kehrt ins Spiel zurück. Ach, da stand er mit dem Fuß im Kreis. Übertreten. Schneider war heute Abend unverzichtbar. Absolut deiner Meinung. Er hat die Mannschaft heute gerettet. Tubic. Einer der Spieler geht aufs Spielfeld zurück. Weißbach kehrt ins Spiel zurück. Da kommt überhaupt nichts durch. Ja, die stehen wie eine Wand. Es ist nicht leicht, eine Lücke zu finden. Lausen. Und da ist der Ausgleich. Mann, es ist unmöglich, hier irgendwas vorherzusagen. Also dieses Spiel geht ja hoch und runter. Wahnsinn. Der Torwart hat noch nicht mal was gesehen. Da kann der Torwart einfach nur hoffen, dass er mal zufällig im Weg steht. Ihr Torwart war heute richtig gut drauf. Also da kam nichts durch. Er war heute Abend der entscheidende Faktor. Einer der Spieler geht aufs Spielfeld zurück. Oh, den habe ich schon drin gesehen. Du, ich auch. Das war wirklich knapp.
Abwehr ist einfach sehr, sehr gut. Da muss sich der Angriff schon einiges einfallen lassen gegen diese Abwehr. Das ist wirklich nicht leicht. Lausen. Großartig, perfekt gehalten. Das ist ein großartiges Spiel. Also Hut ab, das war schon sehr beeindruckend, was er heute Abend abgeliefert hat. Schneider. Und Tor, was für eine Power bei diesem Wurf. Wahnsinn, das nenne ich mal ein Statement. Das nenne ich mal eine Abwehr. Knallhart, da kommt nichts durch. Die Abwehr steht perfekt. Gefällt mir sehr gut. Fantastisch gehalten. Schneider. Freiburg für den Angriff. Drin. Tubic, Weißbach kehrt ins Spiel zurück. Kraus, Weißbach, einer der Spieler geht aufs Spielfeld zurück. Sehr, sehr aggressiv. Schneider. Weißbach. Was für eine Parade. Das nenne ich mal Reaktionsvermögen. Der macht das Tor. Sie lassen einfach nicht locker. Sie kämpfen bis zur letzten Sekunde. Vigarsson steht heute mit seiner hervorragenden Leistung im Mittelpunkt. Ja, das war mal eine herausragende Performance. Nicht der beste Spieler. Ein Fehlwurf von Lausen. Schneider. Sie verlieren den Ball. Lausen. Oh je, ein Foul durch Vigarsson. Das kann nur 7 Meter gehen. Ja! Perfekter Wurf. Kann man nicht anders sagen. Weißbach? War das ein böses Foul? Die Schiedsrichter sagen nein. Der Torwart ist einfach fantastisch. Schneider ist absolut brillant in diesem Spiel. Und die Mannschaften sind wieder gleich auf. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wir halten uns vor Spannung hier kaum aus in der Schlussphase des Spiels. Tubic. Nur Freiwurf? Das kommt mir eindeutig zu wenig vor. Du, ich bin mir da auch nicht so sicher. Weißbach erhält eine 2 Minuten Zeitstrafe. Ich bin gespannt, wie sie darauf reagieren. Also jetzt mit einem Mann weniger auf dem Feld. Ja, die Schiedsrichter sind sich einig. Tubic muss für 2 Minuten auf die Strafe. Also so eine Chance kriegt er auch nicht so. Hängt davon ab, wie lange sich der Trainer das noch mit ansieht. Schneider geht wirklich ran.
Das ist alles. Meines Erachtens hätte es hier 7 Meter geben müssen. Ja, sehe ich genauso. Aber der Schiedsrichter Gespann hatte da seltsamerweise eine andere Meinung. Ihr Torwart war heute richtig gut drauf. Also da kam nichts durch. Er war heute Abend der entscheidende Faktor. Großartig, fantastisch. Das Ende des Spiels naht und es gibt immer noch Vollgas. Ihr Torwart war heute richtig gut drauf. Also da kam nichts durch. Er war heute Abend der entscheidende Faktor. Kraus. Schneider. Die Abwehr ist heute Abend sehr aggressiv. Der Ausgleichstreffer. Wie ich schon sagte, Stefan, das ist ja vor Spannung kaum auszuhalten. Ja, meine Fresse. Klar, die Spannung ist unerträglich. Fried Geirsson. Das ist ein riskanter Wurf von Tubic. Fried Geirsson. Kraus. Tubic. Der Torwart hält, das ist fantastisch. Und wie schon gesagt, heute Abend ist das Niveau sehr, sehr hoch. Schneider. Schneider geht wirklich ran. Ist vorbei. Es endet unentschieden. 23 zu 23. Natürlich ist es enttäuschend.